Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zum Spitzenspiel des 23. Spieltags der Regionalliga Nordost zwischen dem BFC Dynamo und dem Greifswalder FC vor ausverkauftem Haus im Sportforum und unserem Gästetrainer Herrn Fuchs zuerst die Möglichkeit, sein Fazit zu ziehen. Ja, vielen Dank. Ich fand, es war ein totales Phasenspiel heute. Ne? Also sehr intensiv, das wussten wir ja alle, dass beide Mannschaften mit einer hohen Intensität Fußball spielen. Ich glaube, die ersten 20 Minuten hatten wir mehr Ballbesitz, ohne den gut zu nutzen, sondern haben BFC da auch in ihrem Pressing eingeladen, durch ja, einfach technische Fehler dann auch viele Momente zu haben, was Umschalten angeht. Dann sind wir ein bisschen besser reingekommen, so zwischen 20 und 35 bis 40. Das haben wir ein bisschen mehr so ja, in deren Hälfte gespielt beim BFC. Und die letzten 5 Minuten haben wir wieder ein bisschen schlechter gespielt. So, deswegen so ein Phasenspiel. Und in der zweiten Halbzeit war es, glaube ich, genauso. Die erste Viertelstunde war, glaube ich, richtig gut von uns, wo wir viele Momente hatten, wo wir viel im letzten Drittel waren. Dann waren wir wieder eine Viertelstunde, wo es nicht gut war, wo wir einfach das Spielfeld zu groß hatten, wo wir viele Umschaltmomente bekommen, wo wir wenig zweite Bälle aufgenommen und aufgesammelt haben. Da war BFC richtig stark. Und ja, ohne, glaube ich, auf beiden Seiten die großen Torchancen. Die letzten 5 Minuten war es ein Hin und Her. Da hätte, glaube ich, auf beiden Seiten was passieren können. Und deswegen finde ich, es ist ein total verdienter Punktgewinn für meine Mannschaft. Es ist wenig Torchancen, viele Schüsse eher, die geblockt waren oder Tor gehalten hat. Auf beiden Seiten, Entschuldigung. Von daher nehmen wir den Punkt gerne mit. Und ich denke, es war auch total verdient. Und ja, ich wünsche BFC weiterhin nur das Beste. Ich finde es cool, einfach eine geile Intensität alles. Und ich mich immer wieder freue, die Spiele zu sehen, weil ich mich da auch sehr wiedersehe. Dankeschön. Dankeschön, Herr Fuchs. Dirk, wie hast du die 90 Minuten erlebt? Ja, Lars hat schon ganz gut zusammengefasst. Ich fand, dass wir insgesamt die erste Halbzeit fand ich schon vielleicht ein Tick die bessere Mannschaft waren, ein bisschen bessere Tormöglichkeiten hatten. Ganz gute Möglichkeiten im Umkehrspiel, hatten eine hohe Intensität. Trotzdem Opo schon klar irgendwie verteilt. Ja, Chris hat eine Riesenchance, die muss er einfach aufs Tor bringen. Ja, in der zweiten Halbzeit, Lars schon gesagt, fand ich, sind sie besser aus der Kabine gekommen, hatten mehr vom Spiel, haben ein bisschen Ballbesitz gehabt. Ja, und dann ja, war es immer wieder ein Hin und Her. Ja, wie gesagt, wenig Torchancen auf beiden Seiten, alles so eine halbe Sachen, wie gesagt, auf beiden Seiten. Daher ja, war schwer zu sagen, hohe Intensität. Beide Spiele sind 0-0 ausgegangen. Ich glaube, dass beide auf Augenhöhe einfach spielen. Und ja, Greifswald steht nicht umsonst ganz oben. Und ja, wir wollen, also im Grunde ist nichts passiert. Es ist alles noch enger zusammengerückt. Und wir gucken eh auf uns und wollen unsere Sachen erledigen. Ja, da sind wir Dienstag schon wieder dran gegen BHK. Und ich denke, dass insgesamt das Unentschieden absolut in Ordnung ist für beide Mannschaften. Also das hätte jetzt keiner unbedingt verdient gehabt. Den Sieg, gesagt, fand er, dass wir in der ersten Halbzeit das ordentlich gemacht haben. Ansonsten, ja, war das okay. Dankeschön, Dirk. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer? Herr Fuchs, ich glaube, jeder würde davon sagen, dass das Spiel 3-3 ausgeht, wo die Liga schwer haben, was für ein Spitzenspiel wir hier gesehen haben. Trotzdem, angesichts der Tabellenkonstellation, können Sie ja nicht nur auf sich selbst gucken, weil du nachher 2 Spiele in der Hinterhand und bist theoretisch in der Lage, oder nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch in der Lage, sie abzufangen. War der Punkt vielleicht am Ende dann doch ein bisschen zu wenig, oder ist das noch so viele Spiele, dass man sagt, lieber jetzt den Punkt, als irgendwo uns auf dem Messer rennen? Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir haben, glaube ich, das in der Hinserie gesehen, dass wir BFC 0-0 gespielt haben. Wir haben die Topspiele gegen Cottbus unentschieden gespielt. Wir haben viele Unentschieden gehabt, kein Spiel verloren gehabt bis dahin, bis zum Altinike-Spiel. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man diese Spiele dauerhaft zieht. Also nicht nur jetzt beim BFC gewinnt, weil am Ende wäre dadurch auch nichts passiert. Sondern klar, hätte jeder von uns beiden gerne die 3 Punkte mitgenommen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man, wie wir es machen, und hat der BFC auch gerade gesagt, dass man von Spiel zu Spiel guckt und dass man diese Momente mitnimmt, dass man jetzt sagt, okay, es ist nichts passiert, es ist enger zusammengerückt, es werden auch noch viele schwere Spiele bei uns kommen, wir haben viele Auswärtsspiele, wo wir aktuell aber einen ganz guten Auswärtsschnitt haben und deswegen wollten wir unbedingt den Punkt mitnehmen und sind damit auch total zufrieden und weiter geht's am Sonntag und diese Spiele zu Hause gegen die vermeintlichen Mannschaften, die ein bisschen unten in der Tabelle sind, die muss man gewinnen
Und das haben wir in der Hinserie sehr gut gemacht und deswegen waren wir auch oben. Nicht, weil wir die Top-Spiele gewonnen haben, sondern weil man Punkte sammeln muss gegen die Mannschaften, die ja, ein bisschen weiter unten angesiedelt sind. Deswegen nehmen wir das gerne mit. Alles gut. Dirk, an dich noch eine Frage. Ihr habt zwei Nachholspiele zwar dahinter an, aber wie weit kann die zusätzlichen englischen Wochen dann vielleicht eine Belastung für das Team werden? Weil es wird jetzt der Endspurt kommen, langsam aber sicher, und es wird kräftezehrend sein. Ja, wir haben Glück, dass wir gar nicht so viele englische Wochen haben. Ich glaube, wir haben jetzt am Dienstag nochmal unsere englische Woche. Danach haben wir eben halt Glück, ein Unglück. Wir sind im Pokal ausgeschieden und Altklinik auch. Und das Spiel findet auf dem Wochenende statt, wo eigentlich Pokal wäre. Und daher haben wir jetzt nochmal gegen BRK am Dienstag unsere englische Woche. Auch nichtsdestotrotz, ich finde, dass wir... Ja, wir haben Körner, wir haben Power, wir haben auch einen sehr breiten, einen qualitativ guten Kader. Also da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Spiele jetzt vielleicht auch der ein oder andere noch mehr besser reinkommt. Und also da mache ich mir keine Sorgen. Gibt es noch weitere Fragen der Pressevertreter? Wenn keiner will, dann noch eine letzte. Nach dem Eilenburgs-Spiel saß alle hier mit... langen Gesichter hat man entschieden, heute logischerweise eigentlich keinen Grund dafür. Trotzdem in beiden Spielen kam Dadaschow nicht so ins Spiel, wie es seiner Qualität eigentlich entspricht. Wie muss man ihm helfen, dass er wahrscheinlich wieder etwas dominanter im Spiel einwirken kann? Ja, wir müssen klarer in unseren Ballbesitzphasen sein, ja, ihn besser ins Spiel bringen. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt, ihm halt gute Eingaben zu bringen, die sind auch nicht gekommen. Also daher, wie gesagt, Dada ist ein fleißiger Spieler, auch als Torjäger macht er unheimlich viele Meter. Klar, wir müssen ihn probieren, besser ins Spiel zu bringen, aber da sind wir alle gefordert. Ja, wie gesagt, vorher haben wir mehr mit zwei Spitzen gespielt, jetzt ist er halt schon ein bisschen mehr alleine da vorne, aber dafür haben wir zwei ganz gute Außenspieler noch. Und Achter, die eben halt nachstoßen können, wo jetzt Siebeck jetzt auch als Beispiel jetzt in den letzten beiden Spielen getroffen hat. Also daher sagt es auf mehreren Schultern, müssen wir das packen. Ja, und Dada macht seine Dinger, weil er einfach ein guter Spieler ist, ein Torjäger ist und wird seine Dinger machen. Und was Lars gesagt hat, die Sachen gegen die Top-Mannschaft unentschieden gespielt, wie sie gerade gesagt haben, wir haben leider gegen Rostock und gegen Eilenburg eben halt hier zu Hause. Ja, jeweils unentschieden gespielt und die Sachen tun weh. Ja, und da kann man eben halt auch mal im Spitzenspiel mal einen Punkt holen. Ne? Also daher. Aber wie gesagt, Greifswald hat viele Auswärtsspiele, wir haben viele Heimspiele. Ja, und das war eigentlich das, worauf wir jetzt auch unseren Blick richten. Die wollen wir jetzt natürlich ziehen. Ja, und dann, wie gesagt, von Spiel zu Spiel gucken. Ja, ist eine sehr, sehr enge Saison. Das wird bis zum letzten Spieltag eng sein. Ja, aber jeder spielt auch nochmal gegen ihn. Deshalb für uns ist es gut. Wir gucken auf uns. Aber das andere interessiert erstmal nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe es nicht der Fall. Ja, dann schließen wir für heute die Runde. Und am kommenden Dienstag schließen wir dann auch endlich die Hinrunde der Regionalliga-Saison ab. Dann im Poststadion 19 Uhr, Rhein-Berliner AK. Bis dahin unsere genial geschlossenen Funkhäuser.